Wenn auch so nach der Position Wo reden wir denn rein? Sowas müsste man, glaube ich, machen. Ja, das oder? Ist schön. Ja, das gefällt mir. Ja. Ich habe voll viele Flecken auf meiner Hose. Läuft das schon? Ja. Wie würdest du mich und meine Arbeit beschreiben? Boah, das ist aber ein oder wer, also was mache ich? Wer bin ich? Es ist so groß, weil... Oh, aua. Dass du Menschen auf den Weg bringst, zu ihrem wahren Potenzial zu finden oder zu ihrem... Ja. Also so das, was in ihnen schlummert, einfach herauszubringen und sie zu ermutigen und zu ihnen Wege zu zeigen, wie sie dahin kommen. So würde ich das, glaube ich, beschreiben. Würde ich, glaube ich, also, eben und, beschreiben. Und du inspirierst natürlich auch Menschen in dem, was du machst oder wie, dass du dich verletzlich zeigst oder dass du zeigst und sagst, wie die Dinge bei dir waren und welchen Weg du gegangen bist. Wir sind ja jetzt hier in Deutschland und ich war jetzt 2 Wochen bei meinen Eltern und da habe ich ja auch viel reflektiert und wenn ich auch mit meinen Eltern so über meinen Weg rede, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, eigentlich war meine ganze Geschichte und mein ganzer Lebensweg, der sieht vielleicht krumm aus, aber eigentlich ist er gar nicht so krumm, weil letztendlich schon alles aufeinander aufbaut und irgendwie auch zu meiner eigenen Befreiung beigetragen hat. Also sowohl meines eigenen Potenzials oder dessen, was ich eigentlich leben will und wie ich leben will. Und gleichzeitig halt auch, das hängt ja zusammen mit den Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind, die uns aber nicht so richtig dienen. Und ich habe das Gefühl, das ist so übergreifend wie meine Aufgabe, mich selbst zu befreien, aber auch andere so wirklich auf den Weg zu bringen, was sie eigentlich wollen und wie sie ihr Leben leben können. Das weiß man ja manchmal gar nicht, was will ich eigentlich? Ja. So. Dass oft das, was einem schon immer leicht fiel und was einen immer irgendwie interessiert hat und Freude gebracht hat, dass das auch so ein Stück weit ein Hinweis auf die Berufung ist. Also sie hatte so das Beispiel gebracht, wenn du darin gut bist oder schon immer gerne gebacken hast und irgendwie, dann ist es vielleicht deine Aufgabe, Menschen damit ein Stück weit glücklich zu machen oder denen was zu geben, indem du mit Liebe gemachte Kuchen bäckst oder so. Also das, und ich glaube, dass du das halt einfach ein Stück weit rausbuddelst. Das stimmt und ich habe gerade überlegt, was so als Kind das war, was ich schon immer gern gemacht habe. War immer viel Kreativität und aber auch viel so der sportliche Bereich. Aber was ich auch echt, glaube ich, schon immer so unbewusst gemacht habe, dass ich anderen geholfen habe oder sie dabei unterstützt habe, dass sie die Dinge auch schaffen. Jetzt beschreibe ich dich. Okay. Hanna. Ich würde dich als kreative Seele bezeichnen, die so auf dem Weg ist, die unterschiedlichsten Wege zu ergründen und zu entdecken ihres seelischen und künstlerischen Ausdrucks. Oh, das habe ich aber schön auf den Punkt gebracht. Irgendwas Interessantes, was du gelernt hast übers Yoga, was dich fasziniert. Ja, am meisten fasziniert hat dieser tantrische Hatha-Yoga-Stil, der befasst sich ja mit dem Mond, was den Geist vergleichbar darstellt, mit der Sonne, worum es, wo es um Energieführung geht und um Prana, Lebensenergie und mit dem Feuer, was quasi den Mond und die Sonne kombiniert und dann das spirituelle Feuer in einem weckt. Und das ist sozusagen der Weg, den wir auch in der Ausbildung gegangen sind. Also wir sind über den Mond, über den Geist, mit der Energieführung zum Feuer. Dass man beides braucht. Ja. Also zum Beispiel mit dem Mond einfach den Geist zu zentrieren, zu stabilisieren und dann mit dieser geerdeten Energie in die Sonne zu gehen. Also man sagt immer, die Sonne kann nur aufgehen, wenn der Mond mitgenommen wird. Also im Prinzip, deswegen haben wir auch mit dem Mond angefangen. Nur ein zentrierter Geist
kann sich mit Energie aufladen, was wir dann in der Sonnenpraxis machen, mhm, und diese Energie ganz bewusst leiten. Ich habe gerade irgendwie an das Lichttraining gedacht, also ja. Lichttraining sage ich dazu, das ja, ist kein Training, aber es ist ja. Sonnensessions. Das klingt auch so komisch, aber Lichtaufnahme ist einfach so wichtig. Mhm. Man setzt sich eigentlich in die Sonne und nimmt das Licht der Sonne über die Haut auf. Nicht mhm. in der Tagesmitte, sondern eher morgens mhm. oder halt abends. Und es ist so interessant, wenn man das mal angeleitet kriegt, dass man auch spürt, wie man selbst das Licht von der Sonne auch in seinem Körper führen kann. Wow. Und ja, ich glaube, manchmal nehmen wir das Licht gar nicht so bewusst auf, mhm. aber da merkt man erstmal, wie wichtig eigentlich Licht ist. Ja. Tageslicht. Ich meine, es ist nur deswegen gibt es Leben. Ja, also, ja. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Pflanzen Licht brauchen, ja. um für uns dann wieder Sauerstoff und für alles Sauerstoff herzustellen. Ja. Ich musste gerade an das Retreat denken, ja. das Retreat Rückzug mhm. heißt. Und das fand ich irgendwie schön, weil ich dachte, das ist ja interessant, dass man sich zurückzieht, eigentlich aus seinem alltäglichen Leben. Ja. Früher hätte ich gesagt, jetzt ist okay. Ja, dass man sich zurückzieht aus seinem alltäglichen Leben und gleichzeitig aber wiederum in Verbindung geht. Ja. Also eigentlich ist es ja gar kein Rückzug, sondern ich gehe in Verbindung mit mir und aber mit all den Menschen, mhm. die da sind. Und deswegen gefällt mir eigentlich der deutsche Begriff viel besser als ja. der englische, muss ich sagen. Also ich wusste das auch nicht, dass es das heißt, ja. aber das macht ja total Sinn. Deswegen finde ich es eben auch so schön, dass dieses Retreat in einer Gruppe stattfindet, ja. weil man hat beides. Ja. Ja. Man hat dieses, dass wir eben Gruppenrituale machen und wirklich, mhm. sage ich mal, in die Verbindung gehen, mhm. aber wir haben auch den Rückzug und das Sessions oder Yoga-Klassen oder was auch immer alleine erleben. Ja. Und aber dann auch noch Zeit haben für sich zwischendurch, ja. wo man einfach machen kann, was man ja. möchte. Und dann kann man sich rausnehmen, will ich in die Verbindung oder will ich einfach jetzt mal alles sacken lassen und eine Stunde rumlaufen. Ja. Man kann auch in die Kamera gucken. Ja, ich habe ja einen guten Blick so in die ja, Kamera. Stimmt. Ich habe das Gefühl, du musst dich so wegdrehen.